Hallo und herzlich willkommen zu Sato und Maxi stirbt gleich. Nein, hier ist gerade ein Polizist gestorben und das war nicht meine Schuld. Blöde Auto-Regeneration. Okay. Was soll man machen? So, Basti, bist du auch mit rein? Das ist aber cool. Ich steig da mal rein. Wie ich fahre da einfach, Basti zieht, ohne dass er sich bewegt, zieht er einfach da die Person raus, slidet da am Boden. So kennt man den Basti. Ja, Assassin's Creed 3 und Basti, was haben wir so beim letzten Mal gemacht? Wir haben viel vandaliert. Randaliert, je nachdem. Sagen wir einfach so, ich glaube, wir zerstören einfach die ganze Stadt. Wir wollen sie gar nicht erobern. Sowieso. Ey, da ist schon wieder eine Kehrmaschine. Ah, wie ich Kehrmaschine hasse. Basti, töte die Kehrmaschine. Töte sie. Töte sie. Nee, ich will gerade den Polizisten töten. Meine Pistole. Töte die Kehrmaschine. Ja, und wir haben im letzten Part, um es ein bisschen genauer zu machen, weil zerstören das machen wir eh immer, haben wir der lieben netten Kinsington geholfen. Und schauen wir mal. Ich glaube, einmal müssen wir noch zu ihr hin und dann so ein Fachgespräch haben, so eben wie bei Angel. Und deswegen, Basti, wähl du bitte mal die Mission aus, weil ich muss wegfahren, weil du hier gerade uns 3 Sterne besorgt hast. Okay, wen kennst du, oder? Ja. There a way to fix that? Yep. I have to visit each location separately and hack into them locally. You'll never get close enough without them spotting you. I will if you're watching over me. Like with a helicopter. With guns. Yeah. I bet that'll work. It better. I already found the helicopter. Okay, ich dachte schon, wir hatten alle Missionen bei Kinsey, aber so wie es aussieht, müssen wir noch eine Mission bei ihr machen. Mit unserem Auto hier war es schon 2 Reifen, glaube ich, weniger hart. Und mit 3 Sternen und natürlich einem Verrückten hier, den wir dabei haben, ist das natürlich kein Problem. Was heißt denn die Verrückte? Aus dem Auto, Brett! Ich hab dich gehört. Mir ist es auch wirklich ganz spät jetzt aufgefallen. So, war keine Absicht. Basti, ich glaube mir jetzt das Polizeiauto. Bist auch mit rein? Was? Springst rein und stehst dann da oben drauf. Das sah sehr nice aus. So, jetzt sind wir im Namen des Gesetzes unterwegs. Aus der Bahn! Aus der Bahn! Ich bin das Gesetz! Ich glaube, dort müssen wir wieder Munition kaufen, irgendwie. Ich bin doch das Gesetz! Mach das nicht kaputt. Ey, 219%, Basti? Diese haben wir, schießt er vor uns. Ja, ist doch kein Problem. Und das ist ein Polizeispieler. So, wir haben es ja gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Ich überlebe. Ist mir scheißegal, was das Basti wird. Geh weg, Basti! Was? Da ist die Mission. Oh, verdammt, die Mission. Das ist noch ein Stück weiter weg, als ich gedacht habe. Verdammt. Lauf! Geh dann auf Basti. Ich bin tot. Oh Gott. Glücklicherweise haben wir die Mission noch kurz davor. Ready, oh, Helikopter fliegen. I don't tell you how to hack, you don't tell me how to fly an attack chopper. Makes sense. Okay. Basti, okay, also, ich glaube, wir fliegen zum allerersten Mal. Doch, Helikopter ist immer einmal schon geflogen. Da weiß ich, hat der Basti nicht hinbekommen zu fliegen und ist abgestürzt. Wie ging denn das nochmal mit dem Heli? Ja, das musst du jetzt schnell selbst herausgefunden. Weil wir haben hier gerade die Aufgabe, Kinsey zu beschützen, was sie nicht auf das grüne Auto schießen. Und man hat halt die Sekundärraketen hier und die Hauptraketen. Oh, ich hasse immer die Mission. Weil da bin ich auch ein bisschen schlecht. Natürlich nicht so schlecht wie der Basti, aber das war so ganz anders. Basti, pass auf! Pass auf, nicht auf Kinsey schießen. Und ja, also so viel, glaube ich, kann man spoilern. Hier kommen dann auch gleich noch Helikopters und ja. Ich würde am besten sagen, der Mann, Basti! Was da? Ganz ehrlich. Der Basti. Er ist voller Spoiler, Mann. Ja, ich war schon hier krasser Spoiler, dass gleich Helikopter kommen. Das ist ganz... Schießt du da? Basti, fliegt... Okay, ich bleib bei der Kinsey und... Okay, töte du das Auto bei der Kinsey. Ich kümmere mich noch ein bisschen hier hinten. Nein, nein! Was schießt du denn? Was? Was schießt denn du? Da war ein Auto. Du siehst doch die rot markierten Autos. Warte, ich kümmere mich um das. Bleib du bei der Kinsey. Ja, schon. Also ist es immer ratenswert, ein bisschen vor das Auto zu schießen, weil du kannst... Ah! Du kannst ja denken, dass man das sonst nicht so leicht trifft. Das Schwere an dieser Mission ist eigentlich wirklich gerade nicht, die Gegner alle zu machen. Das Problem ist einfach, dass wir uns nicht gegenseitig reinfliegen. Das ist echt gerade das Schwerste. So. Ja, ist einfach ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ey, Basti, was das immer cool ist, immerhin haben wir lila Helikopter. Sowas hat schon Stil, gell? Das muss man so sagen. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie man fliegt. Ja. Der Basti hat auch mal gesagt, der war. Jetzt kannst du ein Heli oben. Ja, den sollten wir vielleicht töten. Der kann uns übrigens. Ups, nicht ins Haus, nicht ins Haus. Wenn du tot bist, haben wir auch die Mission verkackt, gell? Mein bloß. Nicht ins Haus. Ich hänge fest. Hab ihn schon. Ich hänge auch ins Haus. Ja, bleib einfach da, ich regel das alleine. Es gibt nur einen Saints-Anführer, Basti. Meiner. Genau. So. Fuck, übertrieben. Was denn?
Wie beschützt du deine Leute? Hast du da keine Artillerie hier immer dabei dann hier? Weißt schon? Normalerweise nicht, nee, also da habe ich jetzt nicht zwei Helikopter vor mir. Ja, stimmt, der Basti hat immer nur einen Helikopter, stimmt schon. Und der Helikopter ist dazu gesagt nicht lila. Oh, das war ein Baum, das ist ein Baum, das ist ein Baum, das ist ein Baum, das ist ein Haus. Okay, alles gut. So, wir müssen uns jetzt mal auf die Autos konzentrieren. Bleib du bei der Kind. Okay, du kümmerst dich um das Auto, was da oben ist. Das ist gut. Ja, ich bin gerade dabei. Dann mache ich die Autos hier, alle, die zu Kinsey runter wollen. So. Die fahren aber auch alle so schräg. Die fahren fast so schlimm wie wir. War schon hier. Zwei Verrückte, ein Gedanke. Und die Typen hier machen das genauso, gell? Ich komme irgendwie mit den Raketen überhaupt nicht klar. Raketen? Warum? Heli ist übrigens über dir. Ah, der Bug! Basti! Basti, ich glaube, wir müssen einen kleinen Cut machen. Der Basti ist beschäftigt. So, das passiert, wenn man über Skype aufnimmt. Das ist, läuft immer voll gut. Da geht gleich alles immer vor die Binsen. Ja, ist jetzt los. Ja. War das gerade bei dir auch Skype abgekackt oder war das nur bei mir? Also ich weiß nicht. Also bei mir ging das Spiel immer noch weiter. Also es hat ein bisschen. Ja, das schon, aber bei mir Skype stand da, funktioniert nicht mehr. Ja, das stand. Nee, das stand bei mir nicht. Da wissen wir mal, dass es mal wieder Basti schuld war, gell? Ja, ja. Nee. Basti, wir sind Saints. Hä? Was war denn das? Was? Hast du meine Raketen gesehen, Basti? Nein. Die sind auf den Boden geflogen, aber dann sind sie auf einmal hochgeflogen. Ach stimmt, ja, das sind ja eigentlich Lenkraketen. Oder? Glaube ich schon. Nee, die fliegen dahin, wo du sie vorher hingeschossen hast. Ja, schau mal, ich habe sie hingeschossen und dann sind sie auf einmal in die Luft geflogen, einfach so. Dann habe ich keine Ahnung. Das Spiel ist einfach merkwürdig. Ist halt so. Da fliegen halt mal Raketen einfach mal so 10 Mal drüber. Da ist übrigens ein Bandenversteck. Das können wir ganz schnell eigentlich töten, wenn wir schon mal dabei sind. Basti, kümmere dich um Kinsey. Ich kümmere mich um Bandenversteck. Easy peasy geschafft. So. Ja, mit dem Kampffeel ist das nicht so schwer. Übrigens, das ist Werbung für Johnny Gat. Oh. Basti? Ja, was? Schießt du gerade auf Kinsey? Nein. Wer hat dann auf sie geschossen mit einem lila Heli? Du? Oh, verdammt. Stimmt. Oh, eine Kehrmaschine. Eine Kehrmaschine! Basti, was ist eigentlich, wenn ich dich abschieße? Naja, testen wir es lieber nicht. Wir sind hier kurz vorm Ende und das wäre jetzt nicht so gut, wenn wir die ganze Mission nochmal neu starten müssen. So. Ach, hier fliegen ist lustig. Ja, ey, wir haben ja auf unserem Luxusplatz haben wir sogar Vitos. Vitos sind ja noch cooler. Basti, nicht so tief fliegen. Du hast Vitos, nicht ich. Doch. Ah, nee, stimmt, du hast nur einen Heli. Aber du hast so einen Heli, der dich schießen kann. So, ich versuche jetzt den Basti runterzurammen und komm, lande auf dem Basti. Ich hab Angst. Verdammt, wie hast du denn das geschafft? Ist ja langweilig, ich wollte den Basti jetzt nochmal zum Abschluss bringen. Egal, Hubschrauberangriff haben geschafft. Wir geschafft. Genau so ist es. Aber nur lächerliche 2000, das übersteigt dir schon die Spritkosten. Überleg dir mal, wir haben 2000 bekommen und haben wahrscheinlich so Sachwert zerstört in so 5 Millionen. So, Kinsey haben auch als Begleiterin freigeschaltet. Das ist schön. Ich glaube, nun können wir noch einmal kurz hier gehen. Mein Auto ist das blöde Bulle. Und Basti, steigst du kurz ein? Einen Moment. Hey, was das cool ist, ich habe den. Ah, doch, ich dachte, jetzt habe ich dem Polizisten Auto geklaut und ich bekomme keinen Fahndungsstern. Jetzt müssen wir noch kurz zu Kinsey nochmal gehen und besprechen, so ähnlich wie. Warte, das ist ein Waffenladen. Ich brauche mal wieder Munition, glaube ich. Ich sag doch, ich will zum Waffenladen fahren. Ach so, mach ich. Der Basti, so. Boah, so. Erstmal kaufen wir hier Munition, tun wir erstmal auffüllen wieder, so. Unsere Octopus-Kanone, unsere Bazooka, unsere Granaten. Ich habe gar keine Granaten mehr. So, Flashbang, pass. Waffen verbessern, wir haben 13.000. Nee, ich tue lieber meinen Kugelschaden upgraden, der ist wichtiger. Ah, nein, da will ich doch gar nicht hin. Graues, böses Spiel. So, wir können auch mal wieder Bargeld abheben. Oh, 7.000 Bargeld kriegen wir jetzt schon. Ja, es lohnt sich, so ein paar Bezirke für sich zu haben. Ist nicht schlecht, ja. So, Kugelschaden machen wir jetzt erstmal weiter. Übrigens, wenn ihr euch wundert, was hier im Hintergrund die ganze Zeit so merkwürdig kreuzt, das ist meine Oktopuskanone. Die tue ich mal weg. Ey, das hört sich so grausam an. Der singt die ganze Zeit so ein rosa Oktopus. Das. Ich vergesse, was die. Das ist ein rosa Oktopus. Ja, mein Oktopus hier. So, dann holen wir uns hier stündlich Übernahmen. Haben wir dann plus 1000. Jetzt haben wir immer noch 10.000. Ne, 4.000 habe ich jetzt. Dann krieg ich gleich nochmal Bargeld. So, wunderschön. Und was haben wir noch? Bandenfähigkeit brauche ich nicht. Ich will doch kein Wiederbeleben von denen, die ich habe. Der Basti, wenn der. Den muss auch noch nicht wiederbeleben. So, was machen wir? MP-Muni können wir upgraden. Ah, da haben wir nicht genug Geld. Schade, das hätte ich gebraucht. So, Basti, du tust wahrscheinlich auch deine MPs erstmal upgraden, oder? Ich habe kein Geld mehr. Ah, 28.000 kostet das. Wer denkt, das sind wir? Tja, das ist ja.
Wir sind nur so arme Saints, die einfach so halb Steelport regieren. Oh, Pistole upgraden kostet 95. Oh, oh wow. Was bin halt das Upgrade? Erhöhte Schussfrequenz. Aber das Coole ist halt, dass wenn du das letzte Upgrade der Pistole hast, dann kannst du auf Gegner schießen und dann explodieren die Kugeln und dann fliegen die so in der Luft rum. Gottes Willen. Das ist echt nice. So, ich tue noch einmal meine Granaten upgraden und jetzt bin ich auch pleite und nun würde ich sagen, kommen wir nochmal kurz zu Kinsey. Steig auf mein Motorrad! Wie zur Hölle hast du dein Motorrad hier reinbekommen? Basti, kann ich draufsteigen? Du bist ein bisschen raus. Aber Respekt, Basti, wie du es auch geschafft hast. Okay, dann ruf mir nochmal kurz Kinsey an. Basti, fahr einfach schon mal los. Telefonfreak. Kinsey, how's the information you got on the Deckers coming? It's compiling. So what's next? Not talking over the phone now. Too many people could be listening. Okay. You should be more careful. I saw you coming two blocks ago. Traffic cameras. They're everywhere in this town. Good to know. I'm serious. You should toss out your fancy overpriced phone. I can find you through that too. Yeah, look, I feel kind of weird having a conversation like this. Totally agree. We should be using like that Navajo code dialect. Come up for air. I took care of the Deckers. Sure. Let down your guard and suddenly they make it look like you're selling secrets to Mossad and moonlighting as a dominatrix. You've created a big enough disruption for you to move on Matt Miller. But if you want the Deckers gone, like really gone, there's a lot of work to do. All right. I'll hit you up if I need more help. Remember, throw out your phone! Eine sehr nette Person. Ja, Basti, also was haben wir gelernt? Handy wegwerfen. Oh, das Auto will ich. Ich will den Mini haben. Ich will den Mini haben. Wenn ich den Mini nicht haben kann, dann darf ihn niemand haben. Wo ist der Mini? Oh, verdammt, ich sehe ihn. Also, soll ich ihn holen? Wo ist er? Da vorne steht er doch. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Oh, da ist er. Oh, er brennt. Und der ist kaputt. Passt, ey. Egal. So, dann haben wir jetzt nochmal mit der lieben, netten Kinsey gesprochen. Eine sehr freundliche Person. Ach cool, da kann man rein. Das wusste ich gar nicht. Was können wir hier drin machen? Cool. Wir können reingehen und einfach aus Prinzip tun uns einfach alle Leute angreifen. So. Komm. Ich glaube, ich muss nur meine Kleidung ändern. Ja, dann Basti, so, gehen wir zum Kleidungsshop. Wenn du willst, ich kann dich führen. Ich stehe schon davor. Ach so. Ja gut, dann Basti. Aber ich habe nicht genug Geld. Kannst du dir den Laden nicht kaufen? Ich habe nur 3.000 dran und der kostet 5.000. Okay, das ist blöd. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Bargeld ab. Basti, Bargeld. Ha, da haben wir ja genug Bargeld dann. So. So, ich kaufe schon. Mein Haus. So, Planet Saints gekauft und dann ganz schnell rein, bevor uns hier die Polizisten und alles andere mögliche auch uns weiter angreift. Das ist eine Johnny Cat Figur. So, also ich, auch wenn eigentlich Saints Mode darum geht, also dass man sich die krankesten Kostüme ausdenkt, ey, dieses Kostüm hat einfach so Stil. Also das passt einfach so gut und das kann man einfach nicht ändern. Und ich kann den Dance. Das wollte ich nur nochmal gezeigt haben. So, wer bist du eigentlich? Warum gehst du hier vor Planet Saints? Warum schaust du mich so merkwürdig an? Was war denn jetzt? Hä? Der hebt da einfach so die Hand. Keine Ahnung warum. Egal. So, wir hören hier wie heißt das nochmal? Nicht I wanna be a hero, I need a hero. So heißt das Lied. Keine Basti, gell? Basti? It's I wanna be a hero? Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Lied heißt. Zumindest, ich weiß, dass es bei irgendeinem Film mal lief. Und das Lied ist voll lustig. Egal. Auf mich schießen schon wieder alle Leute unbegründet. Ich weiß auch nicht warum. Da fährt man 5 Zivilisten zusammen und gleich schießen die auf einen. Was sind denen los? Ganz ehrlich. So. So, wollen wir einen Hubschrauberangriff nochmal machen? Wenn du fertig bist? Ja, einen Moment. Lass mich kurz. Ja, der Basti, der braucht dann besser hier. Um sein Design aufzulegen. Der will ja nicht so langweilige Designs haben. So, was mache ich in der Zeit? Ich würde sagen, ich tanze einfach und lass mich hier von allen möglichen abschießen. So, oder ich surfe auf Menschen. Komm, ich möchte auf die surfen. Komm. Ja, das war ein DDT. Leider. Nee, war kein DDT. Aber ich möchte surfen, komm. Basti, bist du ready? Sag, wenn du ready bist, gell? Ja, hab's gleich. Lass dir ruhig Zeit. Über Zeit. Bam! Ja, ist doch gut. So, bist fertig? Ja, bin schon da. Gut, dann tue ich hier mal kurz die Mission auswählen. Dann machen wir noch einen kleinen Hubschrauberangriff. Ah nein, keine Granate werfen. Basti? Annehmen. So, sehr gut. We fucking with more of the Deckers money? Nope, just the Deckers in general. Various fun ways to bring them crashing. Bist du denn? Neben dir. Unter dir. Da.
wo die explosiven Schüsse herkommen. Okay, ja dann. So, wir müssen natürlich jetzt hier nochmal die Kinsey eskortieren. Diesmal müssen wir 6 Stops einlegen und ich hoffe, der Basti schießt nicht auf sie. Weil vorhat man 3 und da hat sie schon nur noch die Hälfte des Lebens gehabt und ja. Ich meine bloß Basti. Also so explosive Schüsse, die tun weh. Auch an der Kinsey. Das tut weh? Nee. Nee. Ey, also ich weiß nicht, also ich krieg ja immer so ein paar Raketen. Basti, du bist ja Militärexperte. Sag mal, was ist das? Was ist was? Wie heißen die Raketen? Mit dem Fachnamen. Explosive Raketen. Explosive Raketen, ey. Da merkt man das ja, Basti. Ey, da hattest du so lange dein tolles Militärkostüm an und dann. Das sind explosive Raketen. Nee, Basti, aber jetzt heißen sie. Warte, wie heißen sie? EEK. Was, EK? EEK. Explosive Raketen. Da ist ein Heli hinter dir übrigens. Du sollst vielleicht abschießen. Weil die Helis können auch diese blöden Missiles abschießen und die tun weh. Die tun sogar dir weh. Ja, glaube ich, aber. Ach, wir müssen. Aber wir haben gar keinen Lebensbalken, gell? Kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Hat es dir wehgetan? Ja, aber. Innerlich hat es den Basti verletzt. So, wir sollten hier mal der Kinsey folgen. Auch wenn da hinten die Decker sich nur ein bisschen. Keine Ahnung, was sie machen. Die warten da einfach ab. So. Raketen bringen jetzt irgendwie nicht. Ja, doch, du musst da halt immer vor die schießen. Dann kriegst du schon hin. So, so zum Beispiel. So. Okay, so nicht. So aber. Mann, dieses blöde Auto, jetzt regst mich aber auf. Nice try. Es brennt. So. Warum hat die schon zu viel Leben verloren? Ich weiß nicht. Hä? Hat der gerade. Der Deckertyp hat gerade hier an der Ampel gehalten. Ein Gegner, der an der Ampel hält. Ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Halt. Die wollen auch mal auf die Straßenverkehrsordnung achten. Ja, der Decker ist hier. Erwarte mal. So, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen runter. Glaubst du, ich kann ihn. Warte, lass ihn mal. Bitte lass ihn mal. Ich versuche ihn wegzurammen. Ha, schau, ich hab's geschafft. Ich habe ihn gegen den Baum genommen. Nein! Scheiße. Ich habe ein Problem, Basti. Ich habe ein Problem. Ich seh's. Ich sterbe. Alter, ich habe gar keine Kontrolle mehr. Ich stecke fest, Basti. Jetzt kannst du die Mission alleine. Ah, oh, ich hab's wieder geschafft. Hast du es gesehen, Basti? Ja, ich hab's gesehen. Das war eine knappe Sache. Also, du als Experte, hätte man so eine Situation denn echt überlebt? Mit Sicherheit, gell? Ja, heutzutage sind Helikopter auch sehr aerodynamisch. Basti, wir machen hier einen Stunt. Komm, ich flieg da runter durch. Das kriegen wir hin. Tut dir nicht weh. Komm, du musst da auch runter. Ich hab's geschafft. Ich bin so gut. Das glaube ich dir nicht. Ich hab's doch geschafft. Glaube ich dir nicht. Ich hab's gesehen. Willst du mal einen Heli mal einsehen? Der hat zwei Dellen. Eine oder zwei. Besonders. Meiner hat gar keinen mehr. Ganz glanzneu. Ja, der ist auch schon ziemlich gut mitgenommen. Ja, weil ich auf dich geschossen habe. Aber also, du musst mal echt meinen anschauen. Meiner raucht schon. Meiner sieht aus, als hätte. Keine Ahnung. Ach, ey, deiner ist ja genauso schlimm. Oh mein Gott. Stop talking. Ich glaube, die Kinsey mag uns irgendwie nicht. Oh, das ist so ein Subclub. Aha, was sie? Oh, da kommt Heli. Upp. So, okay, gehen wir wieder ein bisschen tiefer. Das hat ja beim letzten Mal so gut geklappt, gell? Low. So, was sie kommen? Komm, den rammen wir. Verdammt, das ist abgebogen. Aua. Upp. Nein. Und da haben wir ihn. Wo ist eigentlich Kinsey? Och, die ist ja schon weitergefahren. Ja, was denkst du denn? Die lässt mich einfach hier alleine. Was ist das? Sie mag mich nicht. Die fährt einfach weg von dir, gell? Was ist denn das für eine blöde Kuh? Ganz ehrlich, gell? So, wir haben die Hälfte der Shops haben wir schon eingelegt. Das ist die Brücke, wo wir versucht haben, uns gegenseitig immer zu. Oder wo wir uns getwittert haben. Ja, nee, das Auto Golfland, das war die, glaub. Das war. Ja, nee. Also, das war das, wo wir Katz und Maus gemacht haben, meinst du das? Nee, wo wir versuchen mussten. Die Versicherung betrug. Ah, ja, stimmt. Ich glaube, das war hier. Basti, gut aufgepasst. Was? Gut aufgepasst. Ich weiß nicht, nur, dass wir hier auch das Katz-und-Maus-Spiel hatten, wo ich den Basti abgezogen habe. Ah, jetzt hast du. Doch, beim zweiten Mal habe ich dich abgezogen, das weiß ich. Beim ersten Mal hast du mich voll fertig gemacht und hattest irgendwie 10 mal so viele Punkte, aber beim ersten Mal habe ich gewonnen. Beim zweiten Mal. So. Da war's ein Chopper. So. Wo sind die schon wieder? Ach so, da vorne. Das große markierte. Irgendwie bin ich gerade zu langsam für die Aufträge. Ich weiß auch nicht warum. So. Es ist ja auch noch früh. Also ich meine, es ist ja
Es ist erst zwei. Normal, weißt schon, steht man da erst auf um die Zeit. Da ist eine Kehrmaschine, Basti. Eine Kehrmaschine. So. Da sind noch ein paar Deckers. Und da ist ein Baum. Ich stecke im Baum. Was machst denn du immer da unten? Ich will cool fliegen. Fliege ich halt so langweilig wieder. Basti, 100 Meilen über der Erde. Das ist eine Kirche, Basti. Ein bisschen, weißt schon, Ehrwürdigung zeigen. Ich dachte, du schießt. Ja, das dachte ich mir, dass du das machst. Sofort drauf auf die Pizza! Verbrennt ihn! So, ich. So, jetzt bin ich mal so. Jetzt bin ich mal auf, bei dir auf einer Stufe hier. How do you know where she lives? Everything about you is on the internet. I even know your real name. It's. Don't even think about it. Okay, okay. Okay, last stop is the nuke plant. What the hell for? Killing the city's power? That would be counterproductive. Ja, keiner kennt hier den Namen von unserem kleinen Boss hier, gell? Ist ja auch schon mal aufgefallen. Die sagen immer nur Boss. Da ist ein Heli, gell? Das ist dein Job. Ah, ich stürz ab. Mayday, mayday. Wenn du jetzt stirbst... Ah, scheiße, er hat mich getroffen. Scheiße, ein Treffer noch, ich bin tot. Ich höre schon Warngeräusche. Oh oh, das könnte es knapp werden. Basti, nicht auf mich schießen, das wäre jetzt echt... Hast du... Ja, wir können ja gerne die Mission nochmal ganz neu machen, gell? Wieso? Wenn ich doch einen noch am Leben ist, reicht das nicht? Nein, es müssen wir beide leben. Wenn einer stirbt, dann vorbei. Ende und aus. Das muss man doch schon öfter genug erleben. Echt? Achso, das bist du. Oh, ich wollte gerade auf dich. Wenn ich dich wiederbelebe? Ich bin ein Heli, Basti. Wenn mein Heli explodiert, wie willst du den wiederbeleben? So ein. Oh, ich habe jetzt 90 von 300 Autos zerstört. Ja, aber ich habe das Spiel ja schon mal zur Hälfte so durchgespielt, so. Bevor ich hier mit dem Basti das gemacht habe. Und dazu habe ich noch zweimal auf der PS3 durchgespielt. Hm. So, ist ja auch Saints Row Deferred. So. So, gut. Da sind Autos. Aber du musst schon sagen, das Spiel sieht schon geil aus, wenn du so, also grafisch sieht es nicht so geil aus, aber wenn du halt in der Nacht und wenn da so viele Explosivgeschosse fliegen, das sieht schon nice aus, gell? Ja, kann man nicht meckern. Ups. Ich meine, hier das Atomkraftwerk, das hier... Kann das kaputt machen. Nein, Basti. Hey. Hast du nicht gerade gehört, das ist für den Strom der ganzen Stadt gut? Ist mir egal. Gell, okay, Basti braucht keinen Strom. Ich meine, sein iPod, es ist eine... Ah! Basti! So ist er mich reingeflogen. Ja, ich stehe hier einfach nur. Ich drehe mich nur. Oh, das war jetzt ein wenig einfach gut. Ja, wenn wir nicht gerade ins Gegenseitig reinfliegen. So, 600 Gold. Gold. Gold haben wir gleich bekommen. Wie komme ich auf Gold? Das kommt hier, weil man so viel, keine Ahnung, Ni No Kuni spielt. Also, das ist alles in Gulden und Gold und sowas. So, wir haben die Mission geschafft. Ey, Basti, warte, wir müssen mal dein Outfit anschauen. Oh, jetzt bist du ja Secret Agent, oder? Mhm. Oh, es ist hier schon geil. Es ist erster Hitman jetzt hier. Sieht echt ein bisschen Hitman-Style aus. Hey, Basti, machst du dir noch eine Glatze? Dann kannst du echt Hitman. Nein. So, oh, ich muss fahren. Ich muss mit Beifahrer sein. Egal, Leute. Wow. Bevor jetzt hier noch mehr Polizisten einfach auf die Straße fliegen, weil der Basti nicht fahren kann, machen wir einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Saints Row Deferred. Oder Basti? Auf Wiedersehen. Tschüss.